Narzissmus, was dich aus Sicht von Human Design nachhaltig dabei unterstützen kann, aus dieser Narzissmusfalle rauszukommen. Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Es ist jetzt das fünfte in Serie. Voriges Wochenende hatten wir zwei, wo es darum geht, was begünstigt den Narzissmus. Und diese Woche sind wir eben dran bei: Was kann sein in deiner Veranlagung, damit, also, dass du immer wieder Narzissten und Narzisstinnen ansiehst? Und heute eben, wie kommst du jetzt raus? Jetzt rein auf Human Design bezogen. Und ich möchte eins vorweg auch sagen, ich bin weder Psychologin, Psychiaterin noch Psychotherapeutin. Ich bin einfach ein Mensch, der schon mehrmals von diesem Thema betroffen war. Und dadurch eben auf die Idee kam, sich Narzissmus in Bezug zu Human Design anzuschauen. Und speziell auch die Menschen, die davon betroffen sind. Also nicht nur die Narzissten und Narzisstinnen, beziehungsweise die mehr oder weniger ausgeprägten narzisstische Züge haben, sondern auch jene Menschen, die von narzisstischen Beziehungen immer wieder betroffen sind. Und es geht mir nicht um eine echte pathologische und diagnostizierte Persönlichkeitsstörung, also nicht um NPS an sich, sondern um alle Beziehungen, um alle Menschen, die sich von anderen, die mehr oder weniger narzisstische Züge haben, gefangen fühlen oder sich ihnen ausgeliefert fühlen. Und denen eben ein paar Tipps an die Hand zu geben. Eins auch noch vorweg, meine Tipps ersetzen keine Therapie und sollten auch nicht ohne Rücksprache mit Arzt und oder Therapeuten, Therapeutin angewandt werden. Das heißt, wie gesagt, es sind Tipps, es ist Wissensvermittlung, aber es geht jetzt nicht darum, dass ich jetzt sage, wenn du das magst, dann wirst du gesund oder dann kommst du da raus. Also es sind einfach zusätzliche Anregungen, die du zu deiner Therapie, sofern du eine magst, auch zusätzlich mal ausprobieren kannst, dir anschauen kannst. Aber auf jeden Fall, es ersetzt jetzt auf gar keinen Fall irgendeine Art von Therapie. Was kannst du jetzt tun in Bezug auf Human Design? Schau dir dein Chart an. Also das Erste ist, schau dir dein Chart an, deine Definitionen. Das heißt, alle farbigen Zentren sind definiert und sie sind dein Fels in der Brandung. Und sie können dir auch in einer narzisstischen Beziehung Sicherheit und auch Rückendeckung geben. Wenn du weißt, dass du viel Kraft hast und diese Kraft dann auch zulässt und wirklich damit arbeiten kannst, dann kommst du auch leichter raus. Das heißt, das machst du wahrscheinlich in der Therapie auf eine andere Art und Weise. Aber hier noch unterstützend eben, schau mal, vielleicht hast du ja in deinem Chart sogar viele Kraftzentren definiert und kannst dann rückblickend das auch verifizieren, dass das wirklich so ist und dass du das immer wieder schon gespürt und erlebt hast. Auf diesen farbigen Zentren, auf diesen farbigen geometrischen Figuren kannst du aufbauen. Das sind deine Felsen in der Brandung. Je mehr farbig ist, desto mehr hast du zur Verfügung und auf desto mehr kannst du eben dann das neue Fundament aufbauen, um da wirklich rauszukommen. Und dann schau dir auch die weißen Zentren an, weil bei den weißen Zentren, bei den Thematiken der weißen Zentren wirst du von der Umwelt beeinflusst. Im Fall einer narzisstischen Beziehung eben von deinem Partner, von deiner Partnerin oder deinem Chef oder deinen Kollegen. Also, dass du auch weißt, was sind die Themen, die von dir aus schon da reinspielen, dass dich ein anderer irgendwie beeinflussen kann. Wenn du bei mir schaust, das ist im Kopf oben. Das heißt, bei mir ist das Denken und das Verstehen offen. Das heißt, wenn ich mit jemandem in Verbindung trete oder neben jemandem stehe, der im Kopf definiert ist, nehme ich sein Denken und Verstehen an. Das heißt, in deiner narzisstischen Beziehung kann es jetzt sein, wenn dein Partner, deine Partnerin definiert ist und du bist offen, dass du automatisch in sein oder in ihr Denken und Verstehen reinkippst. Sobald du neben dieser Person bist, in deren Aura bist, kann sein, du kippst in dessen Denken und Verstehen rein, jetzt auf meinen Fall bezogen. Und ich habe auch das Emotionalzentrum oft, das ist das, was rechts ist, das ist auch weiß bei mir. Das heißt, ich nehme auch die Emotionen anderer Menschen wahr. Aber ich komme noch zu den einzelnen Zentren nur mal, dass du ein Gefühl dafür bekommst, worum es eigentlich geht. Also die weißen Zentren sind das,
wo wir von der Umwelt beeinflusst werden, und die farbigen sind die, wo wir die Umwelt beeinflussen. Das heißt, mein letzter Ex war zum Beispiel Manifestor, der hat mein Kraftzentrum nicht. Also der hatte zwei meiner definierten Kraftzentren nicht. Der hat bei mir dann von dieser Kraft mitgenascht. Auch das kann ein Thema sein, dass der Partner, die Partnerin dann viel weiß hat und einfach dich braucht, um da jetzt irgendetwas zu bekommen. Die Themen sage ich dir gleich noch dann zusammenfassend. Hier jetzt nur mal vom Prinzip her. Und bei den weißen Zentren weiß dein Narzisst oder deine Narzisstin dann höchstwahrscheinlich auch, welche Knöpfe er sie drücken muss, um dich dann dazu zu bringen, etwas zu tun, was sie oder er will. Das Zweite, worauf du schauen kannst, ist, hast du mehrere Definitionsbereiche? Das heißt, normalerweise, also so die übliche Veranlagung ist ein Definitionsbereich, das heißt, alle diese Verbindungen hängen alle zusammen. Alle farbigen Zentren haben zu den anderen irgendeine Art von Verbindung. Du siehst wieder mein Chart, ich habe es nicht. Darum kann ich es dir dann auch anhand von meinem Chart erklären. Nur ein Definitionsbereich wäre, alles hängt zusammen. Und da ist die Wahrscheinlichkeit, dass du dich an deinen Partner, deine Partnerin klammerst oder eben nicht weg willst von ihr oder von ihm, ist geringer als wie wenn du mehrere Definitionsbereiche hast. Das heißt, auch das ist gleich einmal ein Zugangshinweis. Sieh auch die letzten beiden Videos von mir. Mehrere Definitionsbereiche ist jetzt mal ein Zugangshinweis, dass es sein kann, dass du jetzt dann eben deinen Partner nicht missen möchtest, weil er dir gut tut, weil er dich ganz macht. Das passiert eben bei mehreren Definitionsbereichen. Mehrere Definitionsbereiche heißt, es gibt in deinem Chart mehrere Inselgruppen. In meinem Chart siehst du drei Inselgruppen, die zeichne ich dir dann gleich an. Es gibt dann einen normalen Split, das sind zwei Definitionsbereiche. Und wenn du das hast, dann ist die Gefahr größer, dass du eben in solchen toxischen Beziehungen stecken bleibst, weil eben diese Person dir aber etwas gibt, was du nicht missen möchtest. Also wenn wir so mehrere Definitionsbereiche haben, dann kippen wir zwischen diesen Thematiken immer hin und her. Und wir haben jetzt nicht diese Ganzheit, diese Sicherheit in uns zu ruhen. Und von daher, wenn jetzt jemand einen Split hat, dann kann es sein, dass der den Split verbindet, dann eben so irgendwie, oh, ich wage nicht, auch wenn ich weiß, dass es toxisch ist. Ich will da gar nicht weg, weil ich fühle mich einfach wohl dabei. Und gerade bei normalen Splits, bei zwei Definitionsbereichen, kann es auch passieren, dass man sich vom Gegenüber abhängig macht oder abhängig fühlt. Drei oder vier Definitionsbereiche, da kommen wir jetzt zu meinen. Das heißt, du hast oben die beiden Zentren hängen zusammen, die querliegenden hängen zusammen und die unteren. Aber eine Inselgruppe hängt nicht mit der anderen zusammen. Und bei drei und oder vier Definitionsbereichen ist es so, dass wir immer mehr Menschen um mich brauchen, also um uns brauchen. Also jetzt nicht, ich mache mich nicht von einem Partner abhängig, sondern ich gehe gern zum Beispiel in ein Kaffeehaus oder auf eine Veranstaltung oder was auch immer, wo viele Menschen sind, wo sicher auch irgendwelche Menschen dabei sind in meiner näheren Umgebung, die mir dann meine Splits verbinden und mir dieses Gefühl geben, dass ich ganz und vollkommen bin. Also bei zwei ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass man eben in einer toxischen Beziehung verharrt, auch wenn man schon vom Verstand her weiß, dass sie einem nicht gut tut. Mit drei oder vier klammern wir uns nicht an einen einzelnen Menschen, sondern wir sind eben gern irgendwo unterwegs, wo mehrere Menschen sind, weil dann die Wahrscheinlichkeit das größer ist, dass die uns unsere Splits verbinden. Das nächste, was du dir anschauen kannst, ist, hast du viele unbewusst definierte Zentren? Ich arbeite mit der Software von 64 Keys und bei uns sieht man das ganz deutlich. Du hast bei mir gesehen, es gibt blaue und orangefarbene Zentren. Hier hätten wir jetzt zum Beispiel nur orangefarbene. Das heißt, alle diese Zentren, die diese Person hat, sind ihm nicht bewusst. Und was noch dazu kommt, er hat auch einen Split, also das, was ich vorher gesagt habe, gerade. Es kann sein, dass man sich von einem Partner abhängig macht, auch wenn das eine toxische Beziehung ist und man das vielleicht sogar schon weiß.
Da gibt es oben diese eine Definition und unten das andere. Also die hängen zusammen. Da geht die Linie runter, da geht die Linie rüber und da geht sie auch rüber. Aber von dem unteren zum oberen ist keine direkte Verbindung. Es ist gar keine Verbindung. Also das nochmal, um auch zu schauen, wie ist ein normaler Split. Und dann geht es eben darum, wie viel ist orange und wie viel ist blau. Und wenn alles orange ist, dann ist uns die gesamte Veranlagung nicht bewusst. Also ich kenne diese Person persönlich und auch ziemlich gut. Und ihm ist eigentlich all das, all die Kraft und all das, was er in sich hat und in sich trägt, es ist ihm schon bewusst in der Zwischenzeit. Aber so früher war es ihm nicht bewusst und er konnte sie auch nicht leben und nicht da direkt darauf zugreifen in irgendeiner Form. Weil eben es war nicht greifbar. Und das ist auch das Schöne von Human Design, weil wir auch sehen, was dann noch alles da ist, das uns eben gar nicht bewusst ist. Und wenn wir viele solche orangefarbene Zentren haben, dann, ich habe gesagt, sie sind uns nicht bewusst, aber wir können sie mal sehen und dann eben damit arbeiten und rückblickend, also rückwärts, rückblickend verifizieren, ob das wirklich stimmt. Das heißt, wenn ich jetzt alleine von dem einen Zentrum da unten in der Mitte ausgehe, das ist das sogenannte Sakralzentrum, das haben 70% der Menschheit definiert und da ist die Lebensenergie und die Kraft, die sprudelt. Und auch wenn es nicht bewusst ist, sprudelt sie ja trotzdem. Und je mehr ich mich dann mit dieser Thematik beschäftige, je mehr ich darauf achte, wie reagiert dieses Zentrum jetzt zum Beispiel auf Fragen, desto mehr kann ich dann auch damit arbeiten und kann es bewusster in mein Leben integrieren. Also es ist wichtig, sie sich mal bewusst zu machen, indem man sie anschaut, indem man damit arbeitet, indem man damit reflektiert und letztendlich dann sie auch wirklich körperlich wahrzunehmen. Also gerade dieses eine Zentrum ist eben ganz wichtig, weil das ist der sogenannte Generator. Und wenn jetzt so bei manchen Menschen schon der Strom ausfällt, springt dann dieser Generator an. Ich sage immer, wir, die wir dieses Zentrum definiert haben, wir sind so wie die Duracell-Haserl in der Werbung. Das heißt, ich weiß nicht, ob du diese Werbung kennst mit diesen mechanischen Haserln und alle stehen und eines läuft noch. Und das eine, was noch läuft, ist das mit der Duracell-Batterie. Und du kannst dir diesen Generator genauso vorstellen. Wenn die anderen Menschen, die das nicht definiert haben, schon nicht mehr können und schon eine Pause brauchen, geht es bei uns noch immer weiter und immer weiter. Also wir haben diese Duracell-Batterie, die uns viel mehr Kraft und Lebensenergie gibt und wo auch andere Menschen, die es nicht definiert haben, dann einfach mitnaschen können mit uns. Also wichtig ist, diese orangefarbenen Dinge gemäß Sixtifor-Keys-Ansicht dann nicht nur körperlich wahrzunehmen, sondern auch sie sozusagen zu verkörpern und anzunehmen. Und was du hier auch noch siehst, eigentlich bei allen, fast allen, es gibt immer so einen blauen halben Strich und einen orangefarbenen. Das heißt, das sind sogenannte elektromagnetische Kanäle. Da ist ein Tor, ist bewusst definiert, also in dem Fall das Tor 44, ist ihm bewusst, dass dieses Thema kommt immer wieder in seinem Leben. Das ist ihm auch bewusst. Nur das gegenüberliegende Tor ist ihm nicht bewusst. Und erst wenn er eben das Gegenüberliegende auch zulässt und wirklich auslebt, dann kann dieser Kanal wirken und elektromagnetische Kanäle haben eine viel intensivere und stärkere Wirkung als wie normale. Zum Beispiel der da, der 2946, der ist unbewusst definiert. Das heißt, den jetzt wirklich ins Bewusstsein zu holen, wird etwas schwieriger, als wie wenn schon ein Teil schon bewusst ist. Also diese Kanäle sind teilweise blau und orange und werden nur wirklich ausgelebt, wenn dann wirklich auch der unbewusste Anteil gelebt wird. Ein anderes Beispiel, hast du viele offene Zentren, also sind viele Zentren weiß. Ich habe zuerst schon gesagt, wir kommen dann noch zu den offenen. In dem Fall sind jetzt zwei Zentren orangefarbig definiert. Das heißt, du erinnerst dich gerade an die vorige Folie. Alles, was orange ist, ist unbewusst. Das heißt, dieser Mensch ist sich nichts bewusst, weil eben die zwei Zentren, die er definiert hat, sind unbewusst definiert.
Und dann haben wir eben in den weißen Zentren, werden wir von der Umwelt beeinflusst und hier mal nur die Thematik, also jedes Zentrum hat sein eigenes Thema. Ganz oben hast du das Kopfzentrum, da geht es um das Denken und um die Intuition. Das zweite ist das sogenannte Ajna-Zentrum, da geht es ums Verstehen. Das dritte ist das Kehlzentrum, da geht es um Ausdruck und Kommunikation. Das vierte ist dann das Gehzentrum, das göttliche Selbst und das Sich-Selbstbewusstsein. Das fünfte ist das Sakralzentrum, dieser Generator und die Lebenskraft. Das sechste ist das Wurzelzentrum, Antrieb und Erdung. Also die Durchnummerierung ist von mir willkürlich, will ich auch nur dazu sagen. Ich habe es einfach mir gedacht, es ist vielleicht einfach von oben nach unten durchzunummerieren. Dann kommt als nächstes jetzt bei mir das Herzzentrum oder Egozentrum. Da wohnt das Durchsetzungsvermögen und die Willensstärke. Dann haben wir links das Milzzentrum, die körpereigene Intuition. Und rechts das Solarplexuszentrum, die Emotionen. Und je mehr eben offen ist, umso mehr werden wir von der Umwelt beziehungsweise eben von Partnern, Partnerinnen, Kollegen, Chefs, was auch immer, von Menschen in unserer Umgebung, auch Eltern und oder Kinder und so, werden wir beeinflusst in der Form, wie die dann dieses Thema leben. Und natürlich auch in Bezug auf Narzissmus. Dass die eben, wenn jetzt jemand dominant ist, dass der dann kommt und wir eben seine Dominanz spüren und uns dementsprechend anpassen. Die Themen der einzelnen Zentren nochmal in einer anderen Art, und zwar nennt sich das dann nicht selbst, und zwar beim Kopfzentrum suchen wir nach Antworten. Wobei auch auf Fragen, die einen selbst gar nicht betreffen. Das heißt, wenn das Zentrum offen ist, wirst du von den Gedanken anderer Menschen beeinflusst. Du nimmst diese Gedanken wahr, denkst dann darüber nach und im Prinzip hat das überhaupt nichts mit dir zu tun. Das zweite Zentrum ist das Ajna-Zentrum. Da suchst du danach, andere zu verstehen und auch sie zu überzeugen, dass du sie verstehst. Das Kehlzentrum, wenn das offen ist, gibt es oftmals eine Suche nach der Aufmerksamkeit anderer Menschen. Das heißt, die wollen fallweise auch dann selbst im Mittelpunkt stehen. Das Gehzentrum ist die Suche nach dem eigenen Selbst, nach der eigenen Richtung im Leben. Das fünfte ist das Sakralzentrum, die Suche nach jemandem, der sagt, dass man genug getan hat. Also da haben wir wieder dieses sakrale Lebensenergiezentrum. Wenn das offen ist, kann es sein, dass man erzogen wurde, wie ein Generator zu leben. Und da wäre es wichtig, dass jemand kommt und sagt, du, es reicht schon, mach jetzt endlich mal eine Pause. Das Wurzelzentrum ist die Suche nach der eigenen Freiheit und Stressbewältigungsmechanismus. Das heißt, da lassen wir uns unter Druck setzen und suchen eben eine Entspannung, um aus diesem Druck rauszukommen. Im Herzzentrum ist die Suche nach dem Beweis, dass man gut genug ist. Also im Unterschied zum Sakralzentrum, beim Sakralzentrum geht es darum, habe ich genug getan? Und da ist es jetzt, ich bin nicht gut genug, ich bin es nicht wert, ich bin nicht wertvoll, ich werde nicht geliebt. Das sind diese typischen Glaubenssätze, die aus der Kindheit und aus der Jugend kommen können. Also dieses nicht gut genug sein. Das Willenszentrum ist die Suche nach dem Halt im Leben. Und das ist auch stark anfällig, zu langen toxischen Beziehungen auszuhalten. Das heißt, das achte Zentrum ist eben das, wenn du einen Split hast, einen normalen Split und dann auch dieses Zentrum vielleicht noch offen hast, dann wirst du vielleicht öfters an Narzissten und Narzisstinnen geraten, als wie Menschen, die diese Veranlagung nicht haben. Und das Letzte hier jetzt auch noch, da geht es um emotional angenehme Harmonie. Das heißt, da ist auch Harmoniesucht zu Hause. Und da will man halt allen alles recht machen. Das heißt, das ist jetzt auch oft ein Grund. Und dazu gab es ja auch schon ein eigenes Video im Emotionalzentrum. Offen ist auch sehr oft dieses, ich möchte jetzt ein harmonisches Familienleben, auch wenn ich mir selbst wehtue dadurch, dass ich in dieser toxischen Beziehung verharre. Ich will da jetzt nicht raus, weil ich will ihm ja nicht wehtun oder ihr nicht wehtun. Was nutzt ihr das Wissen jetzt? Meine persönliche Erfahrung ist, je besser du dich kennst, desto besser kannst du dich auch verteidigen.
Und wenn du viele offene Zentren hast, dann bau dir einen Schutz auf. Also gerade wenn du in einer toxischen Beziehung steckst, egal in welchem Lebensbereich, dann hinterfrage immer das, was dich jetzt gerade aktuell antriggert, überhaupt etwas mit dir zu tun hat. Das heißt, je nach Thema der jeweiligen Kanäle, die bei dir weiß sind, wenn jetzt sagt, irgendeine emotionale Welle auf dich überschwappt und du unangemessen emotional reagierst, einfach in dem Moment, wo diese Welle kommt, einfach, ist das jetzt überhaupt, hat das was mit mir zu tun? Ist das jetzt überhaupt meine Emotion oder ist das seine oder ihre? Also das immer dann lernen, sofort zu hinterfragen. Meine Tochter hatte damals, als ich mit Human Design begonnen habe und sie dann auch gequält habe damit, mehr oder weniger, hat sie dann ihre offenen Zentren, in ihre offenen Zentren hat sie sich Bodyguards reingesetzt. Also je nach Thema des Zentrums hat sie sich vorgestellt, mental vorgestellt, dass da jetzt Bodyguards drinnen sitzen. Zum Beispiel im Emotionalzentrum dann ein Vampir, weil Vampir haben keine Gefühle und so nach dem Motto, und du schaust jetzt, dass da jetzt nicht irgendwas hereinschwappt, was ich nicht haben will. Und am Wochenende, also das war dann die Fortsetzung, am Wochenende habe ich mich dann, nachdem ich das ausprobiert hatte, in die Badewanne gelegt und habe gesagt, okay, ich lege mich jetzt eine Stunde in die Badewanne und meine lieben Bodyguards dürfen dann eben die jeweiligen Zentren wieder ausputzen und auskehren und durchlüften und was weiß ich was alles. Also das war dann so ein richtiges Ritual, das ich mir angewöhnt habe. War recht angenehm und auch lustig irgendwie, weil du setzt dir halt in jedes weiße Zentrum einen anderen Bodyguard. Du kannst ja auch einen mentalen Schutzschild bauen. Das heißt, du, auf meinem Kanal gibt es schon ein Video, ein uraltes Video über das goldene Ei. Und du kannst dir auch einen Spiegel vorstellen. Also, dass du dir vorstellst, rund um dich ist ein Spiegel mit den spiegelnden Flächen nach außen. Das eben jetzt zum Beispiel, ich meine, das musst du dann definieren. Du kannst sagen, alles, was gut für mich ist, darf durch und alles andere bleibt draußen. Also da gibt es einige energetische Möglichkeiten, wie du dann deine offenen Zentren auch irgendwie schützen kannst. Wenn du viele unbewusst definierte Zentren hast, dann solltest du dich mit deren Thematik beschäftigen. Also ich würde dir vorschlagen, so mal eine Woche lang mit einem offenen, also mit einem unbewussten definierten Zentrum zu arbeiten und wirklich dir alle Situationen aus der Vergangenheit herausholen, wo es um diese Thematik geht und zu reflektieren, wie ist es mir damit gegangen? Ist das wirklich aus mir gekommen oder hat mich wer gerettet? Weil eigentlich kannst du dich nur selbst retten, letztendlich. Also in letzter Instanz kann dich jeder irgendwie dabei unterstützen, aber wirklich retten aus irgendwelchen Situationen kannst du dich immer nur selbst. Und wenn du jetzt reflektierst und sagst, das habe ich überlebt, das habe ich überstanden, da bin ich eigentlich mit einem blauen Auge ausgestiegen, dann weißt du, dass du das schon mal gekonnt hast und du kannst es auch jetzt wieder. Also einfach auch die eigene mentale Bestärkung, dass du sagst, okay, da gibt es wirklich noch viel mehr in mir, was mir gar nicht so bewusst ist. Das meine ich auch mit verifiziere sie, indem du auf dein bisheriges Leben schaust unter dem jeweiligen Aspekt. Und mach dir eben bewusst, dass du viel mehr bist, als dir alle anderen weismachen wollen. Speziell eben jetzt dein Narzisst, deine Narzisstin, wenn wir bei diesem Thema bleiben. Und wenn du mehrere Definitionsbereiche und eben Splits hast, dann werde dir immer mehr bewusst, dass du dich nicht von anderen Menschen abhängig machen musst. Also nicht von einem Menschen abhängig mache, damit du dich ganz und wohl fühlst, sondern du kannst dir diese Verbindung, dieses dich ganz fühlen, auch durch Transite oder in Menschenmassen holen. Also bevor du jetzt dich an einem von einem Narzissten nicht trennst, geh lieber zweimal in der Woche in ein Kaffeehaus oder geh essen oder sonst irgendwas, wo du andere Menschen triffst, die dir diese Splits auch verbinden. Noch ein paar Anmerkungen zum Schluss, sei es dir wert, dich selbst zu leben und auch zu lieben. Ich meine, deine Veranlagung ist nur der erste Schritt. Du kannst dadurch dich neu erkennen, neu kennen und lieben lernen und dann draufkommen, du bist perfekt, so wie du bist. Und lass dir von niemand anderen irgendetwas anderes einreden.
Du brauchst keinen toxischen Partner und keine toxische Partnerin, weder privat noch beruflich, sondern du darfst dich wieder selbst verwirklichen. Und wenn du dir vorstellst, als kleines Kind, wenn wir geboren werden, sind wir so wie ein kleiner strahlender Diamant. Und durch die ganze Erziehung, wird dieser Diamant durch einen Müllhaufen von Glaubenssätzen und Erniedrigungen und was weiß auch ich, von Erziehung eben zugemüllt. Und dann hast du einen riesigen Müllhaufen. Und wenn du dann beginnst mit Persönlichkeitsentwicklung und mit Mindset und was ich, was alles, und dann Affirmationen und Suggestionen und Powersätze täglich runterbetest, dann magst du auf diesem Müllhaufen, auf diesem Müllhalde eigentlich nur ein Sahnehäubchen, aber drunter stinkt es trotzdem weiter. Und ganz tief unten ist dieser strahlende Diamant des kleinen Kindes noch immer vergraben. Und drum grab den aus und lass ihn im neuen Glanz erstrahlen. Sei es dir einfach wert. Ich meine, möglicherweise schaffst du es nicht allein, da rauszukommen, dann such dir eine Begleitung, die weiß, wovon du sprichst und die auf deine Bedürfnisse eingeht. Und nein, ich mache keine Begleitungen, ich bin kein Coach. Ich kann dir aus Sicht von Human Design etwas dazu sagen, aber es ist nicht nur so, dass dieses Video jetzt keine Therapie ersetzt, sondern ich kann dich auch nicht therapieren und ich will dich auch nicht therapieren. Ich möchte dir Anregungen geben, durch dieses Video eben wieder zu dir selbst zu finden und wieder rauszukommen. Und wenn du es wirklich nicht schaffst, es gibt zahlreiche Menschen da draußen, die dir helfen können. Aber bitte such dir wirklich jemanden, der dein Problem vielleicht sogar schon selbst erlebt hat und dir dadurch auch wirklich helfen kann. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Dabeisein. Ich freue mich über einen Daumen hoch, über einen Kommentar, wenn du meinen Kanal abonnierst, die Glocke einschaltest und wir sehen uns demnächst wieder. Ciao, Baba, bis demnächst.